ob ihn ein paar Arbeiter hier aufgehängt haben, um die Lebensmittel darin vor Hunden zu schützen. Hallo? Ist hier jemand? Ich kann niemanden sehen. Soweit das Auge reicht, kein Mensch. Da William Carey niemanden entdecken kann, dem der Korb gehören könnte, beschließt er, aus Neugier nachzusehen, was sich wohl in dem Korb befindet. Er tritt an den Baum, streckt sich und versucht mit seiner Hand nach dem Korb zu greifen. Puh, den hat jemand ganz schön weit oben befestigt. Was da wohl drin ist? Er ist jedenfalls ganz schön schwer. Igitt, das stinkt ja erbärmlich. Was kann das sein? Auf jeden Fall kein Essen von Arbeitern. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist ja grauenvoll. Was William Carey vor sich sieht, ist ein grauenhafter Anblick. In dem Korb liegt die Leiche eines kleinen Kindes. Die Haut ist bereits von weißen Ameisen angefressen. William ist entsetzt. Er geht in das nächste Dorf und fragt, ob eine Mutter vielleicht ihr Kind dorthin gehängt hatte, als sie zur Arbeit auf das Feld ging und es danach unerklärlicherweise vergessen hätte. Doch ein alter Mann antwortet ihm: Was regst du dich so auf, weißer Mann? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war das Baby krank und unter dem Einfluss böser Geister, so dass man es in den Baum gehängt hat, um zu sehen, ob es nach 3 Tagen noch lebt und der böse Geist das Baby verlassen hat. Oder es wurde geopfert. Viele Eltern opfern ihre Kinder auf diese Weise. Die Götter fordern ständig Opfer von uns. Aber man kann doch nicht einfach sein Kind töten und es für Götter opfern. Aber die Götter verlangen es. Wir müssen Opfer bringen, die wehtun. Kennst du die Feier des Hagar Puja? Ja, ich habe von diesem Fest gehört. Jedes Jahr im Januar findet es bei Vollmond an der Mündung des Ganges statt. Im hellen Mondlicht werfen tausende Mütter ihre Kinder in den Fluss. Dabei rufen sie Ganga Makinjai, Ganga Makinjai, Sieg der Mutter Ganges. Viele Babys ertrinken.